Einen wunderschönen guten. Ich habe mein Zeug gepackt. Da seht ihr Honolulu. Das werde ich jetzt verlassen und zwar Richtung North Shore. Ich habe mir dort über ein Airbnb eine Unterkunft geholt und verlasse das Hostel hier mal. Mal schauen, vielleicht komme ich hier nochmal zurück. Wobei ich es hier so medium fand. Aber an sich ganz gut. Das war mein Bettchen. Hier habe ich gut geschlafen. Nur mal checken, dass man auch nichts vergessen hat. Heute sind es 28 Grad. Ich spitze jetzt schon. Jetzt gleich noch mit dem Rucksack hier rumlaufen. Puh, das wird krass. Aber richtig praktisch. Das komplette Bussystem hier. Für 5,50 kriegst du eine Tageskarte. Und damit kannst du über diese ganze Insel cruisen. Ich werde natürlich auch nochmals versuchen zu trampen. Aber es ist natürlich einfach gerade hier aus der Stadt richtig praktisch wegzukommen. Mit dem Bus. Deswegen nehme ich die Möglichkeit mal wahr. So. Ich bin hier in, wartet, Halaiva angekommen. Spricht man mit Sicherheit anders aus, aber so wird es geschrieben. Richtig cool, ich finde, sieht cooler aus, weil es hier nicht mehr das Städtische hat, sondern es ist wirklich richtig schön grün. Das ist mega nice. Ich warte hier gerade noch auf meinen letzten Bus, der mich dann zu meinem Airbnb bringt. Das mit dem Bussystem hier klappt echt gut. Es dauert zwar natürlich ein Weilchen, bis man dann da ist. Es war jetzt so, dann, bis ich dort bin, 2,5 Stunden für, was man normalerweise in 40 Minuten fahren kann. Oder 50, aber man sieht natürlich wenigstens was vom Land und 5,50 kann man sich natürlich echt nicht beschweren. Und es ist so schön, wie grün es hier ist. Ich liebe ja grün, das fehlt mir ja zum Beispiel in Kalifornien vollkommen. Aber hier ist es so grün, das ist so cool. Die Wolken ziehen sich gerade ein bisschen zu, aber heute soll es angeblich, in Honolulu soll es heute nicht regnen. Ich muss mal gucken, wie das Wetter dann hier wird. Aber ich bin erstmal froh, wenn ich da eine Unterkunft habe. 3 Nächte habe ich dort, von daher easy. Und so sehen die Bushaltestellen aus. Da steht einfach nur mitten im Nirgendwo so ein Busschild. Richtig verrückt. So, ich bin jetzt hier ewig rumgeirrt. Ich habe mich gerade in der Bibliothek Internet geschnurrt, um die Adresse jetzt rauszufinden. Jetzt habe ich die richtige Adresse. So, einen wunderschönen guten, liebe Leute. Es ist ein bewölkter und etwas leicht regnerischer Tag auf Hawaii. Aber ich habe drinnen heute den ganzen Tag schon Videos geschnitten und habe mir dann jetzt gedacht, so, nee, du bleibst jetzt nicht die ganze Zeit drinnen hocken und machst nichts, sondern du gehst einfach raus und lässt dich nicht unterkriegen. Deswegen soll es mir egal sein, dass es regnet. Es ist eh sau warm. Scheiß drauf, ob es regnet oder nicht. Es ist doch warm, es ist doch gar nicht kalt, es ist doch egal. Deswegen gehe ich jetzt mal raus an den Strand und vielleicht schnorchle auch noch. Ist bei dem Wetter zwar nicht so cool, aber ich will wenigstens was machen. And then from LA I flew here. Oh, perfect. And the best hitchhike is in the back of a truck. I love that. That was a little bit more expensive to fly over there. Ich dachte eigentlich, ich würde euch die Waimea Falls ein bisschen zeigen. Aber das hat sich erledigt. Die wollen dafür Eintritt. Für einen Studenten $13, weil das wohl auch so ein bisschen botanischer Garten ist. Kann ja ganz schön sein, mit $5 lasse ich vielleicht nur mit mir reden. Aber 13 nur, um irgendwo so einen Hike zu machen? Nur, da suche ich mir lieber richtigen Dschungel und steppe dadurch. Deswegen gehe ich jetzt mal ins Meer und guck mal, wie das dort in dieser einen Bucht, die hier in der Nähe ist, mit Schnorcheln ist. Das soll eigentlich ganz nice sein, auch wenn es ein bisschen schwierig sein könnte, da es relativ windig ist und daher hohe Wellen sind. Und weil das Wetter nicht so schön ist, wird es natürlich auch unter Wasser nicht so farblich so schön sein, aber wenigstens was machen, vielleicht klärt es ja auch. So, durch diese Steine ist es ein bisschen geschützt, das ist richtig praktisch, weil da drin kann man schnorcheln. Ich sehe zwar gerade nur einen, aber ich denke, ich werde mich mal dazugesellen, das einfach mal ausprobieren.
The cool kids gave it to me, so he's my cool. I'm not really a Star Wars guy, but he's kind of cool. Boah, wie nice, jetzt ist doch noch ein Regenbogen rausgekommen. By the way, das hier ist meine chillige Reggae-Unterkunft. Ich hau mich jetzt auch direkt ins Bett nach diesem Tag. Und morgen geht's das erste Mal surfen auf Hawaii. Wie geil ist das denn? Ich bin schon richtig gespannt. Bis dahin, haut rein. A smile for four. It's a very weird thing. It has a cooler... I think it's how better many people if it, can you go, fit go the other way floor. Around, so put the feet down there, yeah. Yeah, we'll sit back like this. Exactly. Put your head to this corner and your feet here, bro. We got it. Like that? We totally. Oh my god. Okay. Are you sure? You show me yours, don't you? No good. Okay, I'm gonna close it. Oh my god. Wohl mit Deutschmensch. Oh yeah! Please open! 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 It's stuck! If a turtle bumps your board while you're surfing, get out of the water. Why? It's because there's a shark. Oh shoot! It's just gonna be funny. Okay, beim Surfen zum Surfboardverleih gab es kostenlos ein Shave-Eis. Und das hole ich mir jetzt natürlich. Ja! Das ist wohl sehr bekannt hier für Hawaii. Thank you so much! Oh, das ist jetzt der Hammer. Blue Coconut da. Hawaiianische, das ist sehr geil.